Jo, Feindkontakte, super. Ich habe mich hier schon voll gefreut. Und dann, yeah, ich habe so eine Feindkontakt geschafft, Mann. Was? Ugh. Ah, das sind ja mehr als gedacht. Zack. Like a glove. Muss ich meine Gesundheit jetzt regenerieren? Ich glaub nicht. So. Auf den Kerl hier, dass ich den gekillt habe, da bin ich voll stolz drauf. Dass ich den von dem Baum da hinten getroffen habe. So, hier. Gib mir meine Pillen, Mann! Und Sie haben Reisedokumente? Sie können sie Ihnen selbst geben. Ja, wer? Willkommen. Sie haben das Fieber, meine Tochter auch. Wir haben die Arznei. Haben Sie die Reisepapiere? Ja. Es geht gleich besser. Wir helfen uns gegenseitig, ja? Oh, danke. Ich wette, jetzt habe ich sofort einen Malaria-Schub, um mich dran zu erinnern, dass ich meine Medikamente nehmen muss. So. Ich penne einfach mal bis um 10, da sollte es dann spätestens dunkel sein. Ja, also. Ja, hier, zack, speichern. So. Sind die schon abgereist? Die sind ja immer noch da. Die können aber ausdauernd stehen. Das tut doch weh. Bis dann. Ja, ciao. So, was jetzt? Jetzt schnappen wir uns den Konvoi. Wie viele Hauptmissionen und Nebenmissionen habe ich jetzt? Ich habe 5 Hauptmissionen, 2 Kameradenmissionen und eine Nebenmission abgeschlossen. Und das Spiel zu 12%, okay. Egal, wir brauchen den Konvoi. Ach du Scheiße, der ist ja ganz woanders. Sollte ich mich vielleicht zur Bushaltestelle begeben? Von dort aus dann zur anderen Bushaltestelle am anderen Ende des Landes fahren. Na egal. Das machen wir erstmal. Aua. Okay, ich glaube, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren. Achtung, Achtung, Entschuldigung, Entschuldigung. Zack. Mit meinem coolen Buggy hier. Mit dem ich hoffentlich nicht gleich tödlich verunglücke. Wow. Hey, aus dem Weg, aus dem Weg! Aus dem Weg! Ups. Ah, das ist ja eine Fahrt, Mann. So, hier geht's jetzt durch die Steppe. Habe ich da gerade einen Schuss gehört oder? Also das ist super taktisch, wie ich hier vorgehe. Wow! Ist das Ding jetzt verreckt? Ernsthaft, was zum Teufel? Ich sehe auf einmal so in meinem Augenwinkel. Ah, was auch immer. Kann ich das Licht auch ausmachen? Ich will ja nicht mit einer Laterne durch die Gegend fahren. Ich meine, das ist ja geheim. Ich bin ja ein Gorilla Spec Ops
alles super Spezialagentenkerl. Aus Russland auch noch. Genau zu der Bushaltestelle waren. Wollen wir, zack, annehmen. Ja, unser schöner Ladebildschirm wieder mit der Story, die wir schon 10.000 Mal gelesen haben. Es scheint, als wolle keiner dieser Clowns, sonst konnte ich wieder nicht lesen. So, zack. Mal sehen, so, hier nehme ich den Buggy, oder? Was? Das ist ein Unterschlupf, den wir schon freigespielt haben. Das ist ja cool. Petro Sahel? Ah. Was machen wir hier? Also erstmal zur Straße gehen wäre eine schlaue Idee. Kann ja gerade eh nicht viel anderes machen. Ich nehme mal den Buggy für eine kurze Strecke. Ups. Schon allein, weil das Ding hier GPS hat auch und Dingens und... Aber warum habe ich hier schon freigeschaltet einen Unterschlupf? Oder ist der gar nicht freigeschaltet? Der ist doch nicht freigeschaltet, der Unterschlupf. Ich check das mal aus. Ist da gerade ein Schuss gefallen? Wow. Ich höre dein Fahrzeug. Egal, ich geh mal rein. Vielleicht gehört es ja einem von meinen Homies. Oh, oh. Oh, oh. Das ist sexy. Hier scheiß aufs Scharfschützengewehr, Mann. Oh. Damit gehe ich schlafen. Gehe ich überhaupt schlafen? Ach, jetzt zu spät. Warum gehe ich? Warum speichere ich so oft? Ich speichere hier irgendwie alle. Ich habe voll die Speicherparanoia. Seitdem ich jetzt schon zweimal irgendwie ans andere Ende der Map vor zwei Missionen zurückgesetzt wurde. Schauen wir uns unsere Freundin mal an. Was? Ach so, ist vielleicht eine AR-12. Aber in saubeschissenem Zustand. Das kann ich mir nicht geben, ne? Wobei, na, ich probiere sie mal kurz aus. Ich glaube, das ist eine Schrotflinte. Die AR-12. Ja, das ist eine Schrotflinte. Aber bei FPS Russia, da hat sie sich dadurch ausgezeichnet, dass sie besonders zuverlässig ist und nicht rostet und ein Kind könnte die Waffe bedienen und... Egal. Wow. Egal, ich gehe mal in die Richtung, baste den Checkpoint, falls ich das schaffe. Ah, hier, mal Paranoia schnell speichern. Ich habe das eigentlich in jedem Game, wo es irgendwie schnell speichern gibt, nach ein paar Spielstunden, dass ich die ganze Zeit nur noch am Speichern bin. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel.
Ich würde jetzt schon gerne hier hochkommen. Geht das? Geht das? Ah, scheiße. Wie kommen wir da hoch? Kommen wir da hoch? Können wir das schaffen? Bob, der Baumeister, sagt das zwar, aber ich wurde in meiner Kindheit schon so oft desillusioniert, da mache ich mir keine Hoffnung, dass Bob die Wahrheit gesagt hat. Aber wo ist jetzt dieser Checkpoint, Mann? Ach, ich bin schon mittendrin. Ist ja gut zu wissen, ne? So, hier, zack. Schnappen wir uns einen Diamant. Oh, krass, ist der wertvoll. So. Wenn jemand auf uns schießt, schießen wir zurück. Ansonsten halten wir uns bedeckt. Ich will es nur kurz schaffen, dass er als ausgespäht gilt. Wenn ich jetzt schon hier bin. Wow. Das war schön. Oder auch nicht. Zack, komm schon. Ausgespäht. Wow, wow, wow. Wow. Wichse. Man zählt jetzt als ausgespäht. Zack. Gegen eine 10-Mann-Armee, Mann. Ach, da ist noch einer im Dunkeln. Ah, wie viele sind es denn? Mann, ist das da schon unser Konvoi? Wo ist denn der Konvoi? Der Konvoi ist gerade woanders. Jetzt hätte ich doch gerne die Schrotflinte. Wow. Zack. Oh ja, verdammte Scheiße, ist genau das. Was? Der lebt noch. Zack. So. Hoffentlich habe ich damit jetzt noch einen erwischt. Hier, zack. Komm doch her, Mann. Komm doch her. Ah. Okay, zack. Wow. Ey, ich bin jetzt... Oh. Ah, danke. Danke, Gillen. Danke. Ja, ja, chill, chill, chill. Alles mit der Zeit. War es überhaupt der Konvoi? Ja, das war der Konvoi. Warum ist denn das Ding jetzt noch nicht kaputt? Ja, also. Wichsers! Viel Glück, Gillen. Ich gehe dann mal in die andere Richtung. Tschüss. Alter, nicht ernsthaft, oder?
Ach, da ist sie. Wow! Wow! Ich muss jetzt halt da bleiben, bis das Feuer abgebrannt ist, weil wenn... Genau das. Zack. Zack, zack, zack. Ja, 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 jetzt heil sie, Mann. Ach, diesmal hat der Gillen gar nicht in die Titte gespritzt. So. Zeit, dass wir uns verpissen. Wow. Da habe ich aber ein schönes Feuer gemacht. Oder war das schon so? Nee, ich glaube, das war ich. Und die Base gilt immer noch nicht als ausgesperrt. Was soll denn das? Ich habe irgendwie alles zerstört, was man zerstören kann, und alles abgebrannt, was man abbrennen kann. Und trotzdem wollen die mir verklickern, dass ich noch nicht weiß, wie es hier aussieht. Was muss ich denn machen, damit die als ausgesperrt gilt? Kann die nicht zum Beispiel auch als abgebrannt gelten? Ich meine, schaut euch das an, hier wächst nichts mehr. Ich habe die ganze Basis hier komplett annihiliert. Ja also, zack. Tschüss, ihr Hurensöhne. Also das war doch mal voll die smoothe Operation. Dann chillen wir uns mal zurück zu unserem Haus. Cruisen zurück zur Bushaltestelle. Mit unserem krassen Buggy, falls er nicht despawned ist inzwischen. Ah ne, ich hab den ja eh unten stehen lassen. Am Pfad oder an der Straße oder mitten in der Pampa, keine Ahnung. Hallo, Buggy? Okay, ich hab ihn anscheinend. Er ist entweder despawned oder... Oder ich bin dumm oder ich hab keine Ahnung. Wow! Von wo, Mann? Von wo? Wo kamen die jetzt her, Mann? Solange die jetzt nicht noch an der Bushaltestelle campen, ist alles in Ordnung. Wow. Was war das? Ist eine Karre explodiert, oder wie? Das sieht doch sehr nach Bushaltestelle aus. So. Welcher Bus führt nach Pala? Pala. So, dann habe ich jetzt meine Pillen, die ich unbedingt wollte. Ist Pala eigentlich die Hauptstadt, oder? Ist ja voll das armselige Land eigentlich. Wenn Pala die Hauptstadt sein soll. Und ein extrem viereckiges und symmetrisches Land auch noch. Okay, was machen wir jetzt? Genau. Wir suchen uns eine krasse Ride, mit der wir durch die Hood cruisen können, zu Mike's Bar.
um Michelle endlich ein bisschen zu beglücken. Hauptsache, sie ist überhaupt noch da und man kann die Mission noch annehmen. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann hat Michelle Pech gehabt. Dann sieht sie ihre Kiste mit den Unterlagen nie wieder. Das war das erste Auto, mit dem dieser Sprung nicht geklappt hat. Okay, mit der Karre hier verstehe ich das. Da wundert es mich, dass ihr das Getriebe nicht vollkommen zerlegt hat bei dem Sprung. So. Ich sehe gerade, dass ein Boot am Pier. Oder? Genau. Wohin kann man damit denn überall fahren? Ich nehme gerade zum ersten Mal dieses Flusssystem überhaupt erst wahr. Ja, das ist ja praktisch. Das merke ich mir. Ha, Michelle ist noch da, das ist gut. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, dann sprech mit mir, Süße. Ich habe die Kiste mit meinen Akten verloren. Genau. Ich gegen alle Gruppen, ich muss sie finden. Ja. Ich war in einem Zug, Rebellen griffen an, plötzlich war die Kiste weg. Aha. Der Zug steht im Bahnhof, bitte, können Sie diese Kiste für mich suchen? Ja, bitte was? Merci, Sie sind nett, heute helfen Sie mehr Menschen als nur mir. Ja, danke. Gehen Sie, schnell. Ja, ich geh. Zack. Zum Bahnhof gehen und die verlorene Akte finden. Nullus Problemus. Erstmal hier, hä? Oh, ich kann den Flammenwerfer freischalten, na dann. Kleiner Nebenjob gefällig? Hier mein Problem. Dieser Ukrainer will sich in mein Geschäft drängen. Er erwartet eine Lieferung. Miese Ware, alles illegal. Sie stoppen diesen Konvoi, dann besorge ich Ihnen was Besonderes. Ich muss immer nur einen Konvoi stoppen, ist ja langweilig. Ah, werden aktuelle Ziele abgebrochen, dann nicht. Zack. Spritzen, Gesundheit auffüllen. Kann sein, dass ich vor 10 Sekunden das letzte Mal gespeichert habe, egal. Paranoia. Was? Ich hab gar keine Ach, ich hab 10 Diamanten. Okay, gut, ich wollte mich schon aufregen. So, hier, dann kaufen wir mal die Mac-10. Das finde ich schon mal sehr cool. Dass ich mir die jetzt leisten kann. Das ist echt hardcore. So, wo hängt die denn? Die hängt hier. Bam. Scheiß auf dich, billige Makarov. Die niemanden gekillt hat. Ich frag mich immer noch, ob sie überhaupt in irgendeiner Form Sinn hat. Den Raketenwerfer mit der Armbrust auszutauschen. Also auch, ob das für meinen Spielstil sowieso nicht, aber ob es wirklich Spieler gibt, die damit besser spielen, das frage ich mich wirklich. Mal sehen. Was machen wir jetzt?